Gia! Auch einer ist Berater geworden. Hier passt noch was in die Elektrolyse. Alles das? Nee. Wo wurde denn jetzt Elektrolyse gemacht? Ach ja! Genau hier. Dafür braucht man eine Elektrolyse. Ja. So, was ist hier los gewesen? Er war da. Naja, war nicht so zufrieden. Hat trotzdem 800 da gelassen. Und eine Heizung. So. Ja, ja, überall werden Ärzte gebraucht. Ja, keiner will hier arbeiten. Warum denn nicht? Ist doch voll cool hier. Guck mal, wir haben sogar einen, der zeigt auf eine Wand, wo ein Kreis drauf ist. Oh, OH-Projektor. Ich baue jetzt weiter. So. Ich baue jetzt weiter. Speichern vielleicht mal. So. Falls es schief geht. Allgemeinmedizin. Ach, der will der nächste schon kommen. Ja, kann er machen. Billy der Wilde. So. Oh ja, vorbei. So, was gibt's? Bonus? Nee, die sind immer noch mehr. Die sind gut, aber ich habe bis jetzt nur 4 Leute umgebracht. Ja. Ja, die meisten Heilungen. Ja. Ja, ja. Ist auf, so wenigstens Ablebensfälle. Ja. Handlanger, ja, ja. So. Ja, ach, wegen Getränke, genau. Und genau, den besten Ruf habe ich. Das wundert mich nicht. So, was brauchen wir hier noch? Ultraschall haben wir noch nicht, das können wir machen. Hier ist die Tür. Genau. Nee, ein Heizkörper reicht auch. Wollen wir nicht übertreiben. Auch wenn das hier der beste Hightech-Raum ist. So. 3 Bänke und eine Heizung. Da kann die Heizung hin. Ja, ach, dann brauchen wir aber noch mehr Ärzte hier, ne? Mehr Deppenärzte. So. Wenn hier welche erwartet? Nee. Ich baue einfach mal so. Ich baue einfach mal so irgendwelche Sachen. Psychiatrie. Die kann die Tür wieder nach vorne haben. Da kann man sich wartende Leute angucken. Wunderbar. Ach, dann baue ich auch noch gleich einen Scanner dahin. Das ist gut. So, Billy der Wilde ist angekommen. Ist auch gut. So. Einer ist Arzt geworden. Das ist bestimmt der lernt. So. Haben wir jetzt noch welche, die nicht so komisch sind? Ja. Der hier kostet nur 80. Ups. Genau. So, und dann bauen wir am besten noch einen Scanner. Weil die braucht man immer. Sich umziehen. Jawohl. So.
Und noch eine Heizung. Das sieht auch gut aus. Brauchen wir noch was? Noch eine Station? Nee. Da kommen schon die ersten Leute an. Gut, gut. Gucken, ob ich den umbauen kann, wenn hier sowieso keiner herkommt. Nee, sie wollte ich gar nicht bewegen. Das hier wollte ich bewegen. Da findet sie bestimmt den Weg alleine hin. Wo ist sie hier? Ja. Na was? Der ist hier? Ja. Das stimmt. Ja, was sie sagt, stimmt, ne? Was? Er sagt immer nur so einen Blödsinn. So. Brauchen wir ein Kardiogramm? Röntgenstation. Die brauchen wir auch. Ja. So. Habe ich davon nicht schon? Ich glaube, davon habe ich schon zwei, aber das macht ja nichts. So, das kann ich natürlich nirgendwo hinbauen. Aber angeblich passt es ja. Ja. Wunderbar. So. So. Und Mülleimer auch noch. Ja, ja. Noch eine Heizung. Die frieren ja immer so. Blutmaschinenraum wird ja auch viel benutzt. Naja, ja. 35 schon. So, das ist genau der Raum hier. Bauen wir noch einen Blutmaschinenraum. Der ist nicht teuer. Wird trotzdem viel benutzt. So, Blutmaschine. Dann stehe ich gleich noch zwei Handlanger ein. Heizkörper. So. Indiskret, das auch, weil die kratzen sich bestimmt alle am Hintern. Ach ja, Handlanger wollte ich haben. Genau, und noch einen. Wir haben ordentlich Geld. So. Genau. Jetzt haben wir hier ein 861. Mhm. Ja. Ja, sollen wir... Ach, noch eine Pharmatheke vielleicht. Die ist auch immer gut. So. Jawohl. Und hierhin. Gleich noch eine Heizung. Ja, ja. So. Bänke. Nee. Bänke vor die Tür. Heizung. So. So, wo ist die Berater? Ich glaube, ich war jetzt doch mal ein neues Haus. Bau hier einen Pausenraum hin. Auch die Standardausrüstung. Ja. So. Da können Sie sich jetzt vergnügen. Was? Das hat gar nichts gekostet. So. Ich kriege keine Notfälle mehr. Warum sind meine Gänge so leer? Habe ich so ein cooles Krankenhaus, dass ich viele Leute habe und es sieht gar nicht so aus? So, was passiert hier? Wo warten die denn drauf? Hm, wo wartet der denn drauf? Psychiatrie, oh. Okay, Psychiatrie, ist der das? Nee, er kann's nicht. Der kann's auch nicht. Hä? Die wissen alle nicht, was man soll. Da rennt er los. So. 24. Dezember! Yeah!
Oh Mann, ey, mit ihren Riesenköpfen. Ach, da kann man das auch sehen. Was? Auf einmal sind so viele? Okay. Da warten auch welche, ja. 30.000 drüber. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jahresende. Oh ja, sowas ist die schlechtesten Liste. Da bin ich auch. Ich verstehe aber gar nicht, warum. Naja. So. Meisten Besucher. Oh ja. Meisten Heilungen. Mit Abstand. Auch mit Abstand die wenigsten Todesfälle. Oh, da kam was dazu. Den höchsten Anteil der Bevölkerung, ja. 40 Ruf plus. Ja, ja. Oh, hier kam auch was dazu. 1000 wegen die meisten Getränke. Oh, weil keiner gestorben ist. 10.000 Bonus. Post! Okay. Ja, ja. Oh Mann. Endlich geschafft. Welch eine Genugtuung. Meine Herren, so. Ich habe die schwer beeindruckt. Ich dachte schon, ich habe es den schwer gezeigt. Aber ich bin immer noch der Star. Ich bin jedes Mal der Star. Einen verantwortungsvolleren Job. Oh Mann, Nixdorf Krankenhaus. 1,4 Millionen kriege ich dafür. Oh. Wie? Was? Kriege ich jetzt ein... Was? Was ist das denn? Warum bin ich jetzt auf der Ecke? Was soll das? Oh. Oh, was? Was ist das denn? Ausgezeichnete Fähigkeiten als Krankenhausleiter sind in der Geheimdienstabteilung des Geheimdienstes so angekommen. Ich habe einen speziellen Auftrag. Der Geheimdienst hat ein mit Ratten infiziertes Krankenhaus entdeckt, das auf den fähigen Terminator wartet. Die Aufgabe ist es, so viele Ratten wie möglich zu vernichten, bevor der Reinigungsservice kommt, in den ganzen Mist wegzuschaffen. Okay. Na dann, mache ich erstmal hier Pause. Und in der nächsten Folge von Theme Hospital werden anscheinend Ratten erschossen. Na gut. Aus die Maus und raus aus dem Haus. Die Maus. Okay. Kann man nicht speichern? Warum nicht? Okay, doch nicht. Jetzt doch aus die Maus und raus aus dem Haus. Ich kann nicht speichern. Ich weiß nicht warum. So, 2, 3. Ich weiß nicht, was die Sachen hier bedeuten. Aber ich muss Ratten erschießen anscheinend. Stimmt, weil ich im letzten Krankenhaus so viele geschafft habe. Haben die von meinen Skills gehört? 9 Ratten habe ich. Kann ich andere Waffen freischalten? Was? 11 Ratten. Oh, was war das denn? Eine Bombe. Boom. Ja. Ach so. Das läuft jetzt so lange, bis die alles sauber gemacht haben, oder was? Ja, das geht ja ab. Ist bei 20 die nächste Waffe. Boah, da muss man ja aufpassen, die sind so schnell. Nein! Es geht nicht! Nein, es geht nicht! Jetzt! Hey, wo ist denn der Unterschied? So, den ganzen Sinn von dem Level verstehe ich irgendwie noch nicht. Gucken, was... Ups, was dann am Ende passiert. Wo kommen denn immer noch mehr her? Kriegen die das nicht mit, dass es hier draußen voll gefährlich ist?
Aber ich verstehe das nicht. Warum kann ich denn nur so lange machen, bis die alles sauber gemacht haben? Da sind doch immer noch Ratten da. Ne, 31 habe ich jetzt schon. Ja, nicht getroffen. Ach, ich treffe nicht. Ja. Ja. Noch eine. Oh! Mit Raketen. Ja. So, ich habe aber noch nicht verstanden, wann man hier diese Bonus-Dinger kriegt. Bonuswaffen. Oh ja. Das geht gut jetzt. Da kann ich nichts drücken. Kann ich unten irgendwas drücken? Nee. Die Mülleimer ist anscheinend, wie sauber das ist. Ja. Na, hier ist alles voll mit denen. Hä? Macht das jetzt einen Unterschied? Nee, ne? Ah, ich treffe die nicht. Boah, ich krieg schon langsam einen Kampf im Finger. Das gibt's ja gar nicht. So viel klicken. Ah! Nein. Okay, jetzt komme ich weiter. Level vorbei? Wieso? Hä? Ich verstehe es nicht. Ach! Nachdem nicht nur das Konto des Ministeriums aufgefüllt, sondern auch noch die Limousine des Ministers bezahlt haben? Oh. Können Sie sich jetzt wieder darauf konzentrieren, ein gut geführtes Krankenhaus zum Wohlergehen der Leidenden? Ah! Riesige Zahl vielfältiger Probleme erwartet sie, wenn ihr Personal gut ausgebildet ist und sie genügend Betten haben. Wird jeder Winkel ihres Krankenhauses belegt sein? Okay. Das Krankenhaus muss mindestens 200.000 Mark wert haben. Oh. Und ich brauche 400.000. Mit weniger werden sie den Level nicht gewinnen können. Oh. Okay, dann passiert das jetzt aber in der nächsten Folge von Theme Hospital. So, jetzt war wirklich die Maus aus dem Haus raus.